ein unfassbarer Insektenmagnet. Bienen, wirklich Tausende. Ich höre es also richtig schön hinter mir schwirren. Hummeln, ganz viel Schwebfliegen, interessanterweise, alle wieder Schmetterlinge. Das ist der Riesenehrenpreis. Nicht zu Unrecht, Riesenehrenpreis oder Virginianischer Ehrenpreis, Kandelaber Ehrenpreis, also der hat viele Namen. Aber nicht zu Unrecht deshalb, weil es seht ihr, wie hoch der ist. Das ist die Sorte Lavendelturm übrigens, wird so 1,50 Meter bis 2 Meter hoch. Und da spült es ja und setzt es in Massen, weil dann kriegt es auch die Insekten in Massen. Ja, wo sich auch ganz gut eignet, der Kandelaber-Ehrenpreis, ist so als Art blühende Hecke. Ich habe bei mir, das sind sicher, was werden das sein, 15, 20 Meter aus Hecken gesetzt, dass ich Abgrenzung für meinen Gemüsegarten habe. Und das funktioniert extrem gut, weil er so dicht zumacht. Also er ist auch voll pflegeleicht, da kommt kein Unkraut mehr raus. Ja, und so schaut es von der Gemüsegartenseite aus. Stakettenzaun, kann man sich schön zubeleinern. Hier und da schneide ich das durch, was so ein wenig durchwächst. Schaut echt cool aus. Ich lasse sogar über den Winter das Angestorbene stehen. Zum Teil sieht man es noch so, weil er wuchert eh wieder rein. Für was soll ich das anschneiden? Da können sich Insekten drin verstecken. Insektenhotel. Da, die lasse ich einfach stehen drinnen, die Abgestorbenen. Du siehst nichts mehr davon. Hier und da blinzelt eins raus. Man muss natürlich nicht so größenwahnsinnig sein wie ich und da 100 setzen. Du kannst einmal nur 2 oder 3 setzen. Funktionieren super mit anderen Stauden zum Kombinieren. Also wirklich eine dankbare, schöne Solitärstaude. Einer meiner absoluten Lieblinge ist der Blutweiderich. Den werdet ihr sicher kennen. Den sieht man ganz gern bei uns in der Natur, überall, wo es so ein bisschen nasser ist oder in so Straßengräben wächst er ganz gern. Da gibt es auch Sorten, wie die zum Beispiel, Dropmore Purple. Die hat vielleicht ein bisschen den Vorteil, sie ist nicht so auf die Feuchtigkeit angewiesen wie die Wildsorten. Die kannst du im normalen Gartenboden gut hernehmen und ist auch ein Wahnsinns-Insektenmagnet. Speziell Hummeln und Schmetterlinge, ganz viel sind da oben, aber auch immer wieder Bienen, Wildbienen, Biene fliegt eh gerade vorbei. Sehr, sehr gartenwürdig, wunderschön, super Blüte, echt auch für uns eine schöne Pflanze. Ja, es ist schon ein cooles Teil. Wer im Garten vielleicht so ein bisschen einen nassen Stuhl hat oder einen Teich, der kann sich auch gerne die Wildform setzen. Die setzt sich nämlich aus, das tut der nicht. Der Dropmore Purple setzt sich nicht aus, der bleibt am Stock. Und die wilde Form setzt sich aus. Also je nachdem, es kann immer Vor- oder Nachteil sein, aber er funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Kann man super kombinieren. Echt eine schöne Pflanze, die sehr nützlich ist für Insekten. Absolute Hammerbienen oder Hummeln und Insektenpflanzen ist diese Distel, das ist eine Edeldistel, Eryngium zabeli Big Blue, für die das genau wissen wollen, aber es könnt alle anderen Disteln auch nehmen, Disteln sind sowieso ein Wahnsinn, da muss ich ein Special machen, aber die ist halt von der Farbe her eine unglaubliche Pflanze und zirkt dermaßen viele Insekten an, das ist echt eine Freude, speziell Schmetterlinge sind ganz viel oben auch. Ja, die Distel ist übrigens auch unter dem Namen Mannstreu bekannt, da gibt es ja den heimischen Mannstreu. Das sagt vielleicht mehr was. Sie ist vom Standort
nicht hagel, ganz ein normaler Gartenboden, kann auch ein bisschen trockener sein, ist ja alles recht. So üppig wird es natürlich schon eher auf die schwereren Böden. Ist doch ein cooles Teil, die Distel, oder? Das ist ein Stickel, ein richtiger Bracker. Ich hoffe, es war was Spannendes für euch dabei und es habt wieder ein paar schöne Sachen für den Garten ausfindig gemacht. Wichtig ist ja nicht alle die Momentaufnahme, sondern übers Jahr, dass wir immer die ganze Zeit super Pflanzen für unsere Bienen und Insekten anbieten. Das war jetzt eben so ein Thema für Juni, Juli um und um. Wenn es mir liked, freue ich mich. Könnt ihr mich gerne abonnieren, da würde ich mich noch mehr freuen, weil es gibt immer neue Sachen. Wie gesagt, Special über die Distel steht an. Also macht es gut. Viert euch!